Dennis hier von der Wohngemeinschaft. Herzlich willkommen bei der kleinen Serie Adventure. Dabei dreht es sich um Point-and-Click-Adventures und die findet immer an den Adventstagen statt. Heute in der ersten Folge geht es um meine beiden Lieblings-Adventures. In den nächsten Folgen geht es dann um Adventures auf Smartphones und Tablets, Adventures von Indie-Entwicklern und Adventures in 2D oder lieber doch 3D. Beginnen wir jetzt aber mit meinem ersten Liebling, The Whispered World. The Whispered World ist ein 2009 erschienenes Spiel von Daedalic Entertainment entwickelt. Generell lässt sich an dieser Stelle einmal jedes Adventure von Daedalic empfehlen. Die machen wirklich gute Sachen. Das, mein Junge, ist die wichtigste Erkenntnis, die das Alter für dich bereithält. In The Whispered World geht es um den kleinen Clown Cedric. Dessen Name verrät schon, er ist für einen Clown ziemlich traurig drauf. Genau, ein weiterer fröhlicher Tag in der bunten Welt des Zirkus. An seiner Seite befindet sich seine treue Raupe Spot, die auch mal bei dem einen oder anderen Rätsel Hilfestellung gibt. Hey Spot, ich brauche deine Hilfe. Wir müssen den Ofen aufbekommen. Meinst du, du schaffst das? Na dann mal los. Nicht ganz übel. The Whispered World gefällt mir ganz besonders, weil es das erste Adventure war, was ich von Daedalic Entertainment gespielt habe und es mich mit seinem teilweise doch sehr düsteren und zynischen Humor in seinen Bann gezogen hat. Eine kleine Bombe oder etwas Schwarzpulver reicht schon aus. Einfach in die Kanone stopfen und anzünden. Der Rest wird schon. Das steht da wirklich. Der Rest wird schon. Das darf doch alles nicht wahr sein. Die Grafik ist wirklich atemberaubend. Gerade die Hintergrundgrafiken bewegen sich meiner Meinung nach auf dem Niveau von Gemälden. Einziges Manko, das dem einen oder anderen vielleicht aufstoßen könnte, ist, dass das Spiel nur im 3:4 Seitenverhältnis funktioniert. Lobenswert ist auch die Musik, die wirklich wunderschöne Melodien aus den Lautsprechern des Computers zaubert. Größter Pluspunkt war für mich die Story, die teilweise melancholisch und düster daherkommt, aber immer wieder durch witzige Stellen aufzulockern weiß und eine Licht am Ende des Tunnels Charakteristik zeigt. Ach übrigens, ich hasse euch beide. Ich wollte das nur loswerden. Lasst euch nicht weiter stören. Und jetzt mal ganz ehrlich. Habt ihr euch Spot mal angeschaut? Ist der nicht süß? Du bist echt fett geworden, Spot. The Whispered World könnt ihr euch hier bei Steam oder hier bei Amazon kaufen. Kommen wir jetzt aber zu meinem absoluten Liebling. Ein Spiel, was ich schon aus Kindheitstagen kenne. Baphomets Fluch oder im Original The Broken Sword. Baphomets Fluch ist schon ein sehr altes Adventure. 1996 ursprünglich für Windows erschienen. Jetzt gibt es das schon in überarbeiteter Fassung und auf vielen anderen Plattformen. Relativ neu ist der Director's Cut, der ein paar Handlungsstränge noch hinzufügt. Ich bin erst eine Woche in Paris, aber ich habe mich schon in die Stadt verliebt. Meine neueste Entdeckung ist ein kleines Café, La Chandelle Verte.
Ich bin sicher, die Kellnerin hat ein Auge auf mich geworfen. Der gute alte Stobbart-Charme, schätze ich. Ich habe ja keine Ahnung, wie brutal ich gleich aus meinen Träumen gerissen werden sollte. Auch bei Baphomets Fluch ist alles noch per Hand gezeichnet, mit sehr viel Liebe zum Detail. Es kommt zwar der Humor etwas kürzer als noch bei The Whispered World, dafür wird einem aber eine wunderbare Krimi-Story geboten. Und für alle Fans von Assassin's Creed, auch in diesem Spiel geht es um die Tempelritter. Stopp! Keine Bewegung! Hey, nicht schießen! Ich bin unschuldig! Ich bin Amerikaner! Können Sie sich nicht für eins entscheiden? Baphomets Fluch ist mein Lieblingsadventure, weil es auch das erste ist, was ich jemals gespielt habe und jetzt insgesamt schon dutzende Male. Und jedes Mal fesselt mich die Story von Neuem. Verstehst du, Dramen des Lebens, menschliche Anteilnahme, sowas in der Art? Die kürzlich erschienene Director's Cut-Fassung ist meiner Meinung nach nicht nötig gewesen. Die darin neu hinzugekommenen Szenen mit Nicole reichen nicht an die Qualität des Originals heran. Das war die Arbeit eines Profis. Alles in allem ist Baphomets Fluch ein zeitloser Krimi im Point-and-Click-Gewand, der mich und hoffentlich euch auch heute noch begeistern kann. Das wäre alles, Sie können gehen. Baphomets Fluch gibt es auch für Smartphones und Tablets mit Android und iOS. Links dazu in der Beschreibung. Und genaueres zu Point-and-Click-Adventuren auf solchen Geräten findet ihr dann in der nächsten Folge Adventure. Das wär's zu dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr könnt einen kleinen Einblick in meine Welt der Adventures gelangen und seid auch bei den nächsten Folgen dabei. Bis dahin, ich bin's, der Dennis von der Wohngemeinschaft. Einen fröhlichen ersten Advent.